Am nächsten Samstag, ebenfalls um 19.30 Uhr, sehen Sie aus der Reihe Nero Wolf die Episode Tod auf der Türschwelle. John Wayne, verehrte Zuschauer, war über Jahrzehnte einer der markantesten und beliebtesten Stars des amerikanischen Films, in erster Linie des Western. Das ZDF nun hat eine kleine Reihe seiner Filme zusammengestellt, die Sie in den nächsten Wochen sehen werden. Zum Auftakt zeigen wir Ihnen nun mit Dynamit und frommen Sprüchen aus dem Jahre 1975. Dieser Western ist gleichzeitig der einzige Film, in dem so gegensätzliche Stars John Wayne, Catherine Hepburn zusammenspielten. John Wayne verkörpert darin einen nicht mehr ganz taufrischen Marshall, der wegen zu großer Schießfreudigkeit in den Ruhestand geschickt, aber zur Bekämpfung von gefährlichen Banditen dann doch wieder gerufen wird. Ungebeten steht ihm eine ältliche Pfarrerstochter zur Seite, deren Gesellschaft der Marshall eher als lästig empfindet. Die alte Jungfer empuppt sich aber sehr schnell als äußerst resolut und umsichtig als ein ganzer Kerl. Doch bis der Marshall das begriffen und vor allem akzeptiert hat, kommt es zu allerlei komischen Situationen. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung mit Dynamit und frommen Sprüchen.